Also das, was ich erlebt habe und wie ich mich fühle, das kannst du nicht nachvollziehen. Richtig. Guten Morgen. Jeder Mensch ist einzigartig und wenn ich Probleme in der Kindheit mit meinem Papa gehabt habe, kann das niemand nachvollziehen, dass eben mein Papa war oder ist. Und dasselbe gilt für all die individuellen Probleme, die die Menschen haben. Sie sind in der Tat einzigartig. Aber diese Einzigartigkeit formt sich im Gehirn zu einem Schutzwall, einer Mauer zwischen einer wahrgenommenen Zufriedenheit bei anderen Menschen und die Projektion auf das eigene nicht zufriedenstellende Leben. Die anderen, die können ja glücklich sein, weil sie nicht das erlebt haben, was ich erlebt habe. Nur die Problematik sind nicht die einzigartigen Situationen. Das ist das, was man sich einredet. Denn die hat jeder. Jeder hat ganz spezielle, einzigartige Erfahrungen gemacht. Das Problem ist der Mensch, der mit diesen einzigartigen Erfahrungen nicht umgehen kann. Das Problem bist du. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Einzigartigkeit der Erlebnisse ist nicht das Problem. Denn die Aspekte menschlichen Erlebens wie Trauer, Einsamkeit, Verletzungen sind hinreichend ähnlich, sodass bestimmte Wahrheiten immer zutreffend sind. Die Einzigartigkeit der Probleme, das ist ein Trick des Gehirns, um sich in seiner Opferrolle zu suhlen. Niemand wird dieselben Probleme mit deinem Papa haben oder erlebt haben wie du. Aber andere haben ebenso individuelle und einzigartige Probleme mit ihrem Papa gehabt. Niemand wird dein einzigartiges und liebevolles Kind an den Krebs verloren haben. Aber andere haben ihre Kinder entweder an dieselbe Krankheit oder an Gewaltverbrechen verloren. Die Probleme sind in der Tat einzigartig. Die Gefühle, die dahinter stehen, die Sachen, woran du leidest, die sind bei allen Menschen ähnlich. Und die Verhaltensweise, die Verantwortung für sein Selbst von sich zu streifen, ebenso sich als Opfer zu fühlen, das ist der einfachste Weg. Opfer ist man, wenn man Probleme mit seiner eigenen inneren Einstellung in einer Weise angeht, dass man immer darauf fokussiert, dass andere einem etwas angetan haben. Egal ob die Gesellschaft, konkrete Person oder eben das Schicksal. Opfer ist man, wenn man die Probleme, diese individuellen Erlebnisse größer macht als sein Selbst und wenn diese Probleme als Rechtfertigung genutzt werden. Man verliert sich als Opfer in Gedanken, in Erlebnissen und realisiert gar nicht, dass sein Selbst außerhalb dieser Erlebnisse steht. Man kann diese Erlebnisse beschreiben, aber man ist nicht diese Erlebnisse. Man hat sie erlebt und wir können frei entscheiden, welche Bedeutung wir diesen Erlebnissen zugestehen. Ich wurde in der Kindheit gemobbt, weil ich dick war. Okay, dann wurde ich in der Kindheit gemobbt, weil ich dick war. Aber ich bin nicht dieses Erlebnis. Ich blicke darauf. Ich blicke auch darauf, was dieses Erlebnis mit mir gemacht hat in der Vergangenheit. Ich blicke darauf, wie es mein Leben beeinflusst hat. Aber ich bin es nicht. All die schlimmen Dinge, die mir und euch widerfahren sind, sind ganz einzigartige Erlebnisse, die keiner so erlebt hat. Aber es seid nicht ihr in eurer aktuellen Gegenwart. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass die Erlebnisse euch ausmachen. Sie hatten ihren Einfluss. Aber euer Selbst, euer innerer Beobachter, der das Bewusstsein darstellt, der erkennt, wenn ihr Angst habt, der erkennt, wenn ihr depressiv seid, der erkennt, wenn ihr auf der Brücke steht, bereit zum Absprung. Dieses Selbst ist kein Opfer. Er betrachtet das Opfer. Dieses Selbst ist ein Meister. Und Erleuchtung ist, wenn dieser Meister, euer Bewusstsein, der Beobachter des Opfers, sich mit der Form des Menschseins vereint und damit die Opferhaltung auflöst, dann seid ihr frei, dann seid ihr Leben und müsst euch nicht mehr hinter euren einzigartigen Erlebnissen
verstecken. Wacht auf, ihr seid keine Opfer. Euer Bewusstsein, der Beobachter, hat die Macht, das zu erkennen. Egal, was euch widerfahren ist. Alles Liebe, euer Christian.